könnte was ganz Verschiedenes gewesen sein. Das ist sozusagen die erste Stufe, dass etwas Geld wird. Salzbarren oder Patronen, Muscheln oder Finger, es sind ganz unterschiedliche Dinge, die beim Tauschhandel als Zwischengut verwendet werden. Die Eignung einer Sache als Zwischengut, als Wertmaßstab aber, hängt von verschiedenen Eigenschaften ab. Die wichtigsten Attribute, die so ein Objekt hat,